Wir haben uns was anderes vorgestellt, als heute am Berliner Flughafen zu stehen und Abschlussinterviews zu geben. Also von daher ist natürlich schon der Schmerz da, dass wir das nicht geschafft haben, was wir uns selbst vorgenommen haben. Bisschen gedauert, bis man einschlafen konnte. Ja, hätte mir auch Schöneres vorstellen können, als jetzt hier in Berlin am Flughafen zu stehen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber ja, man kann die Zeit leider nicht zurückdrehen und so ist es. Es war sehr schwer einzuschlafen, weil die Enttäuschung sitzt natürlich immer noch tief. Aber wir können es jetzt leider nicht mehr ändern, muss weitergehen und ja, jetzt gucken wir wieder nach vorne. Der Trainer hat sich nochmal von der Mannschaft verabschiedet, er wird nochmal zum All-Star-Game kommen und auch da nochmal sich offiziell von den deutschen Zuschauern und der Mannschaft dann auch nochmal mit ein bisschen Abstand verabschieden. Aber das haben wir alles natürlich jetzt hinter uns. 20 verschiedene Sorten Bier haben dafür gesorgt, dass wenigstens ein Stückchen hinten raus wieder etwas lockerere Atmosphäre war.